Hallo und herzlich willkommen bei DVS-TV. Wir berichten heute aus Landau an der Isar. Und zwar feiert hier Erl, der Schweiß- und Schneidtechnikhersteller, 30-jähriges Firmenjubiläum. Das familiengeführte Unternehmen feiert, so wie sich das für Niederbayern gehört, mit Weißwurstfrühstück. Aber auch Fachvorträge und Werksführungen kommen nicht zu kurz. In den vergangenen 30 Jahren hat sich Erl vom Handelsunternehmen zur Firmengruppe mit drei Unternehmen aus dem Bereich Schweiß- und Schneidtechnik weiterentwickelt. Es hat viele Höhen, viele Tiefen gegeben. Wir sind immer nach vorne marschiert und ich habe mit unseren Mitarbeitern immer schöne Zeit gehabt. Jetzt habe ich den Eindruck, dass Sie immer schon ein bisschen zu denen gehört haben, die vorne stehen, die umtriebig und dynamisch sind, die moderne Ideen haben. Wenn Sie sich angucken, wo Ihr Unternehmen steht, gibt es da schon wieder Zukunft, auf die Sie gucken, wo Sie wissen, da wollen Sie demnächst hin? Alles, was wir erreicht haben, haben wir nicht von mir erreicht, sondern es haben unsere Mitarbeiter erreicht. Das ist mir sehr wichtig, dass das richtig rüberkommt. Ich habe natürlich immer Ideen gehabt und habe versucht, die Ideen umzusetzen. Habe die richtigen Leute dazu gehabt, dass wir das weiterentwickeln haben können. Was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns im Laufe der Zeit mit der Erl-Gruppe insgesamt vom reinen schweißtechnischen Fachhandel entwickelt haben, weiterentwickelt haben, wo wir in der Erl-Gruppe Teile mit eigener Fertigung haben. Wir können unsere eigenen Ideen bei den Brennschneidmaschinen, bei den Robotern und seit neuestem auch bei Aluminiumschweißdraht direkt umsetzen, Kundenwünsche direkt eingehen und das ist etwas, das mir sehr gefällt. Wenn man die Ideen zum richtigen Zeitpunkt, die richtigen Fakten schafft, dann kann man auch erfolgreich sein. Mein Name ist Sebastian Biermeier, ich bin Verkaufsleiter und Prokurist bei der Erl Automation GmbH. IntelliPlace funktioniert sehr einfach. Sie haben ein Bauteil, das Sie auf einen Tisch legen, um es mit einer Schweißnahtvorbereitung zu bestücken. Danach kommt der Roboter und will es bearbeiten. Jetzt haben wir eine Kamera aufgebaut. Auf dieser Kamera werden die Bauteile live angezeigt und danach werden die Bauteilprogramme einfach per Mausklick zugeordnet. Dies funktioniert vollautomatisch. Wir erfassen hier nicht normale Bauteile, sondern ein Schüsselchen Crème Brûlée und verbinden dann das Kamerasystem über den Roboter mit dem Autogenprozess und hier wird dann der Candiszucker flambiert. Also Erl steckt auch da drin, wo Erl nicht draufsteht, zum Beispiel bei dieser Backerschaufel. Diese Backerschaufel gehört Liebherr Kolmar und hat von uns einen Schneidroboter Biber. Konkret macht der Biber hier die Schweißnahtvorbereitungen. Also jede geschweißte Naht wurde von dem Biber an dieser Backerschaufel vorbereitet. Zum Beispiel an der Seitenschneide. Dieser Autokran wird von Liebherr Ehingen gebaut. Und Liebherr Ehingen fertigt seit 2015 die Schweißnahtvorbereitungen mit einem Biber aus dem Hause Erl Automation. Deswegen haben wir uns heute gedacht, wir stellen einen Autokran aus, um auch zu zeigen, wo der Biber überall drin ist. Zum Beispiel werden die Schiebeholme mit unserem Biber angefasst und dann später mit dem Roboter verschweißt. Hier sehen wir ein Eigenprodukt der Firma Weber aus der Eifel, den sogenannten Muldi. Der Muldi wird auch mit einem Biber produziert und zwar werden hier die Schweißnahtvorbereitungen an der eigentlichen Kippermulde von uns gefasst. Grüß Gott, mein Name ist Manfred Schörkuber. Ich bin von der Firma Fronius aus der Entwicklungsabteilung. Ich bin Entwicklungsingenieur, Prozesstechniker und wir dürfen heute einen Vortrag zu unseren Schweißprozessen und der Anwendung in der additiven Fertigung, das Wire Arc Additive Manufacturing, hier vortragen. Additive Fertigungsverfahren gibt es ja eine ganze Menge. Aber mit abschmelzender Elektrode haben wir Vorteile, die sie erst etablieren müssen. Also wir haben im Vergleich zu pulverbasierten Verfahren deutlich mehr Abschmelzleistungen können, wirtschaftlicher große Bauteile fertigen. Aber auch was Zusatzwerkstoffe betrifft, gibt es ja von Drahtelektroden eine ganz große Bandbreite, die dann relativ kostengünstig sind. Und wenn ich jetzt von unserem Hause spreche, also Schweißtechnik, bestehende Gerätetechnik kann verwendet werden. Oft haben Firmen schon Roboter und können ganz leicht selber Apparate oder Anwendungen selbst realisieren. So, ich bin Stefan Koller. Ich bin
in der Produktionsleitung involviert in Colmar, in Liber France in Colmar. Und ich bin für Investitionen in der Produktion verantwortlich. Heute sprechen wir von der Profibiberanlage, die wir vor einigen Monaten jetzt in Colmar eingerichtet haben und in Betrieb genommen haben. Also zuerst sollten wir unbedingt die ursprüngliche Anlage ersetzen, weil die am Ende war. Wir haben ein Benchmark mit unseren Kollegen aus Ehingen und Rostock gemacht, haben auch mehrere verschiedene Lieferanten getroffen und am Ende die Profibiber-Lösung war für uns die beste. Also die Vorteile sind, dass wir eine volle Robotisierungsanlage haben. Das erlaubt uns einen sauberen Pendelbetrieb zwischen zwei Arbeitsstationen. Und durch diese Robotisierung arbeiten wir viel schneller als mit einem Automaten oder mit einem Portal. Also wenn man von Schneidprozess redet, schneiden wir fast dreimal schneller als mit der alten Anlage. Wir haben jetzt fast 12 Monate Erfahrung mit der Anlage und die Entscheidung war damals die richtige. Mein Name ist Christoph Gassmann, ich arbeite bei der Gefertec GmbH und wir machen additives Fertigen mittels Lichtbogen und Draht. Das Besondere am additiven Fertigen ist, dass wir sehr endkonturnah fertigen und dadurch sehr wenig Fräsarbeiten haben und eine sehr große gestalterische Möglichkeit haben für komplexere Bauteile und unser Verfahren mittels Lichtbogen insbesondere für großvolumige Bauteile. Gegenüber dem Pulverbettverfahren haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten in dem Bereich. Generell müsste das alle Anwender interessieren, aber im Speziellen zum Beispiel die Luftfahrt, weil dort zurzeit Bauteile gefertigt werden, die ein sehr hohes Buy-to-Fly-Ratio haben. Das heißt, da wird ein Bauteil gekauft, was im Endeffekt sehr klein gefräst wird und wir dadurch sehr viel Späne erzeugen und Material vernichten. Und das würde in unserem Verfahren nicht der Fall sein. Mein Name ist Robert Lahnsteiner, ich bin Geschäftsführer der Migalco GmbH. Wir stellen Aluminiumschweißzusätze her zum Schweißen von Aluminiumlegierungen und außerdem Artikel zum Fördern dieser Drahtelektroden. Das, was wir speziell anders machen, ist, dass wir unsere Produkte, und zwar die Spulen, vakuumverpacken. Es gab am Institut für Schweißtechnische Fertigung in Aachen ein öffentlich gefördertes Forschungsprojekt, bei dem eben die Lagerfähigkeit von Aluminiumschweißzusätzen untersucht wurde. Und da hat sich dann eben gezeigt, dass man mit diesen Drähten sehr viel machen kann, aber was man unbedingt vermeiden muss, ist Kondensation, denn das beschädigt die Drähte nachhaltig. Und es wurde eben ferner auch nachgewiesen, dass eine Vakuumverpackung die Kondensation sicher vermeidet. Und darum haben wir uns eben entschieden, das auch standardmäßig durchzuführen. Die Übergabe hat ja zum Teil schon begonnen. 2011 habe ich die Firma Erl GmbH, das Schweißtechnische Handelshaus, an meinen Sohn übergeben, um eben die nächste Generation rechtzeitig damit einzubinden. Ich möchte mich in dem Zusammenhang bei meiner Familie recht herzlich bedanken, die diese 30 Jahre viel härter empfunden hat als ich, weil für mich sind es verflogen. Meine Frau hat durch meine häufige Abwesenheit viel größeren Anteil durch ihre Unterstützung an mich, an diese Entwicklung der Firma, als man glauben könnte. Und ebenso mein Sohn, weil wieder klein gewesen ist, hat er mich fast nie gesehen. Das war's auch schon wieder von DVS-TV aus Landau. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann geben Sie uns einen Daumen nach oben und abonnieren Sie den Kanal. Wenn Ihnen das noch nicht gereicht hat, schauen Sie mal in die beiden Beiträge hier rein.